Hallo, heute stehe ich nicht allein vor der Kamera. Dieses Mal habe ich den Christian Stiefermann neben mir stehen. Das ist der Produktverantwortliche von der Firma Pfleiderer für die Living Board Platte. Herr Stiefermann, was zeichnet denn diese ökologische Platte für den Holzbau aus? Ja, guten Tag erst einmal. Diese ökologische Holzwerkstoffplatte für den ökologischen Holzbau zeichnet besonders aus, dass sie 100% formaldehydfrei verleimt ist und zudem feuchtebeständig ist. Das führt auch dazu, dass sie besonders niedrige Geruchsemissionen hat, was gerade für niedrige Raumluftemissionen wichtig ist. Ein wohngesundes Raumklima wird durch diese Platte geschaffen. Und wieso riecht die nicht? Die riecht nicht, weil hier ein besonderer Leim verwendet wird und zudem das Holz, was wir hier einsetzen, vorrangig aus der harzarmen Baumart Fichte besteht. Und dadurch entstehen grundsätzlich geringe Emissionen aus dem grundsätzlichen Werkstoff. Zudem ist in der Produktion bei uns ein besonderes Augenmerk auf dieses Produkt und es wird besonders schonend getrocknet, wodurch geringe Gerüche entstehen können. Ja, Herr Stiefermann, die Platte, wurde die für irgendwelche speziellen Zielgruppen entwickelt? Was steckt denn da für Strategie dahinter? Ganz genau, das Produkt Living Board wurde gezielt für diejenigen entwickelt, die auf ein gesundes Raumklima setzen. Das bedeutet geringe Emissionen im Haus, geringe Geruchsemissionen im Haus, die einfach auf ein wohngesundes Raumklima viel Wert legen. Zudem können wir das Ganze durch den Blauen Engel belegen. Das Produkt Living Board ist mit dem Blauen Engel zertifiziert. Darüber hinaus ist es möglich, mit der Living Board diffusionsoffene Wandaufbauten zu realisieren. Das heißt, es kann auf eine Folie, die auf der Innenseite der Wandbeplankung eingezogen wird, vollständig verzichtet werden, wodurch der Wandaufbau ausschließlich aus natürlichen Materialien besteht. Genau, Sie sprechen damit die komplette Kette an, von demjenigen, der ein Holzhaus ökologisch bauen möchte, über den Planer bis hin zum Bauer. Ganz genau, das geht los beim Architekten, über den Holzbauer, den Verarbeiter, bis zum Endkunden hin, der auch einen Nutzen hat von diesem Produkt. Mit der Klammer Ökologie. Ganz genau. Jetzt schauen wir uns die Platte doch mal ein bisschen genauer an. Warum sind denn das so grobe Späne? Was können wir denn aus diesem Bild hier erkennen? Ja, Sie sprechen hier gerade einen wichtigen Punkt an. Die Platte sieht nicht aus wie eine normale Spanplatte, hat auch mit gröberen Spänen, mit ganz groben Spänen auch nichts zu tun. Es ist ein Mittelweg, der wurde ganz klar gewählt, um hier bestimmte bauphysikalische Eigenschaften positiv zu beeinflussen. Das heißt, durch diese Spangeometrie haben wir deutlich geringere Lufteinschlüsse in der Platte, was dann eben der Bauphysik zugutekommt. Sie wird damit zum Beispiel schwerer, oder? Ganz genau. Sie hat weniger Lufteinschlüsse, mehr Material in der Platte enthalten. Das bedeutet ein höheres Raumgewicht und dieses ist wiederum bringt eine höhere Luftdichtheit und weitere bauphysikalische Vorteile. Ja, wir haben gerade schon über Zielgruppen gesprochen, also den Endkunden, den Planer. Gibt es denn irgendwelche besonderen Vorteile für den Verarbeiter, warum man sich für dieses Produkt entscheiden sollte? Ja, ganz klar. Der Verarbeiter hat neben den aufgezählten Punkten, die ihn genauso betreffen, den Vorteil, dass wir unsere Späne hier nicht orientieren. Das heißt, über die komplette Plattenbreite wird regellos gestreut. Das bedeutet, ich kann die Platte längs genauso einsetzen wie quer oder 45 Grad. Das hat alles keinen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften, denn diese sind in alle Plattenrichtungen absolut identisch. Und somit ist es dann auch möglich, den Verschnitt zu optimieren und Verschnittreste können voll eingesetzt werden, wodurch natürlich auch Fehler auf der Baustelle verhindert werden, denn Sie können diese Platte nicht falsch einsetzen. Herr Stiefermann, danke für dieses kurze Gespräch und diese Einblicke in das Produkt. Wenn Sie weitere Fragen haben, steht Ihnen die Firma Pfleiderer als Hersteller natürlich gerne zur Verfügung. Und natürlich steht Ihnen auch Holz Greiter in Kempten für Rückfragen zur Verfügung.